danke Ihnen für die freundliche Begrüßung. Liebe Freunde aus dem benachbarten Saarland, darf ich als Rheinland-Pfälzer sagen, schön, dass Sie mich eingeladen haben. Ich bin gern gekommen. Ich freue mich, dass Sie einen so dynamischen Landesvorsitzenden haben, der in einer bewegten Rede viel Inhalt und viel Konkretes gesagt hat. Wir arbeiten ja seit vielen Jahren zusammen im Bundesvorstand und auch viele Jahre gemeinsam. Lieber Oliver Luxig im Deutschen Bundestag hat uns viel Zeit miteinander verbunden. Dass man dann als Saarländer und Rheinland-Pfälzer sich eng abstimmt, ist eine Selbstverständlichkeit. Sie hat mich auch früher schon eingeladen und man musste nicht absagen, weil ich mich zunächst einmal darum kümmern musste, in Rheinland-Pfalz aufzuräumen. Und ich hatte heute Morgen, als ich hierher gekommen bin, habe ich die Zeitung gelesen und da stand dann, dass es völlig falsch sei, dass die FDP in Berlin nicht regiert. Jetzt würde man eine schlechte Regierung bekommen und da trage die FDP nun die Verantwortung dafür. Das ist ja schon eine steile These, dass Liberale die Verantwortung dafür tragen, dass andere schlechte Koalitionsverträge vereinbaren, aber lassen wir das mal so stehen. Liebe Freundinnen und Freunde, die Freien Demokraten sind die Partei, die in Deutschland am längsten regiert hat. Wir sind eine Partei, die gestalten möchte. Und selbstverständlich wollen wir nach jeder Wahl, die wir gewinnen, möglichst regieren. Und die FDP hat auch keine Angst vor dem Regieren. Ich bin ein lebendiges Beispiel dafür. Auch wenn es darum geht, eine Regierung mit den Grünen zu bilden. Aber es ist nicht die Aufgabe der Freien Demokraten, in jede beliebige Regierung einzutreten, gleich welche Inhalte vereinbart werden können und welche nicht. Und wir haben uns nach der schwierigen Zeit nach 2013 gesagt, wir sind bereit, wieder Verantwortung zu übernehmen. Wir werden aber diese Frage, ob wir in eine Regierung eintreten, künftig ausschließlich an den Inhalten unserer eigenen Partei festmachen. Und ja, Oliver Luxig hat es gesagt, es gab natürlich Zweifel daran, ob eine Neuausrichtung der Politik auf Bundesebene unter der Führung von Angela Merkel möglich sein wird. Deswegen hatten wir von Anfang an gesagt, wir halten diese Sondierungen zu 50% für erfolgversprechend. Und warum war das so? Nun, Angela Merkel ist in der deutschen Politik ein Phänomen. Viele haben sich daran gewöhnt, es fällt schon gar nicht mehr auf. Es war einmal üblich, dass ein Regierungschef, nachdem seine Regierung abgewählt wurde, nicht weiter regiert. Es ist ja auch nicht plausibel, dass jemand sich alle paar Jahre neu erfinden kann. Man hat ja politische Grundüberzeugungen, geht uns so und das geht auch Angela Merkel so. Und sie ist deswegen ein Phänomen, weil ihre politische Entwicklung wie folgt beschrieben werden kann. Angela Merkel hat 2005 eine große Koalition gebildet, die 2009 abgewählt wurde, weil die Deutschen mit der Politik nicht einverstanden waren. Sie selbst hat aber weiter regiert, diesmal mit einer schwarz-gelben Koalition, im Wesentlichen aber inhaltlich so wie die 4 Jahre zuvor. Daraufhin wurde die schwarz-gelbe Koalition im Jahr 2009 abgewählt, weil die Bürgerinnen und Bürger deutlich machen wollten, dass sie das seit 2005 nicht so wirklich gut finden, wie es inhaltlich läuft. Angela Merkel hat dann 2013 den Schluss daraus gezogen, dass sie weitermachen müsse wie bisher und hat wieder eine große Koalition gebildet. Die wollten die Deutschen 2017 loswerden. Und jetzt war die entscheidende Frage, was bietet Angela Merkel uns an bei diesen Sondierungen? Zum 4. Mal weiter so wie in den letzten 12 Jahren? Oder ist sie bereit, mit uns eine politische Neuausrichtung zu verhandeln? Und dann haben wir sondiert und wir haben es uns nicht leicht gemacht. Das war nicht so die übliche Sondierung, mal ein paar Tage miteinander sprechen und da gehen wir in Koalitionsverhandlungen immer. Nein, das waren sehr umfassende und aufwendige Sondierungen in allen Politikbereichen. Über deren Organisation kann man lange diskutieren, ob es so klug war, die Sondierer damit zu beauftragen, alles aufzuschreiben, worauf sie sich nicht einigen können. Das bleibt das Geheimnis von Frau Merkel. Wir haben das jedenfalls in Rheinland-Pfalz anders gemacht. Wir haben uns mit der Frage beschäftigt, worauf wir uns einigen können. Wir hielten das für konstruktiver. Aber nun, die CDU wollte, dass wir aufschreiben, worauf wir uns nicht verständigen können. Wir waren sehr fleißig, wir hatten über 200 Punkte gefunden.
Aber das eigentliche Problem war, und das ist in deiner Rede auch angeklungen, lieber Olli, das eigentliche Problem war, dass in den fundamentalen Dingen, die wir als Freie Demokraten verändern wollen in der Bundespolitik, die Bereitschaft der CDU auf uns zuzugehen gleich null. Nicht Abschaffung des Solidaritätszuschlages in der laufenden Legislaturperiode, nein. Aufweichung des Kooperationsverbotes, um die notwendigen Bildungsinvestitionen der Länder gerade von dem Hintergrund der Digitalisierung auch stemmen zu können, nein. Klare Festlegungen in der Europapolitik, um Europa zu stärken in unserem Sinne und die Aufgaben Europas zu lösen, auch die Menschen wieder für Europa zu begeistern. Klare Festlegungen in der Europapolitik, nein. Also ging das Ganze über Wochen hinweg, bis wir am Ende sie gefragt haben, was von den 10 Kernanliegen der FDP sind sie eigentlich bereit, in einem Koalitionsvertrag zu vereinbaren. Und wenn dann die Antwort nichts lautet, liebe Freundinnen und Freunde, wen überrascht dann der Ausstieg aus solchen Sondierungen? Ich will Ihnen Folgendes sagen. Es muss in Deutschland wieder einen Unterschied machen, ob die Bürgerinnen und Bürger CDU, SPD, Grüne oder FDP wählen. Wenn man immer die gleiche Politik von Angela Merkel bekommt, dann ist das nicht gut für unsere Demokratie, weil den Wählerinnen und Wählern dann nur noch ganz rechts oder ganz links bleibt. Und wir wollen wieder ein Alternativangebot aus der bürgerlichen Mitte heraus. Von Angela Merkel beruht nämlich längst nicht mehr darauf, dass sie auf die Inhalte eingeht, die die Bürgerinnen und Bürger interessieren, sondern dass sie sich als eine Art Präsidentin der Bundesrepublik Deutschland neben das Parlament stellt und sagt, ich regiere euch und mit dem solchen Parlament habe ich nichts zu tun. Die Bundeskanzlerin, meine Damen und Herren, ist aber nicht die Präsidentin der Bundesrepublik Deutschland und sie ist auch nicht direkt vom Volk legitimiert. Sie leitet ihre Macht ausschließlich vom Deutschen Bundestag ab und sie kann ihre Politik nicht frei bestimmen, sondern sie muss sich daran orientieren, wie der Bundestag sich zusammensetzt. Und wir wollten uns nicht an einer Regierung beteiligen, an der wir reduziert werden auf den Tag der Wahl der Bundeskanzlerin. Eine Koalition muss mehr sein als die Verteilung von Ministerposten in Deutschland. Wir müssen die demokratische Hygiene in diesem Land wiederherstellen. Der Übernahme von Verantwortung. Bei der nächsten Wahl, bei der Kommunalwahl im Saarland, auch bei der nächsten Bundestagswahl, bei der Europawahl, wissen die Bürgerinnen und Bürger, wer uns sein Vertrauen schenkt, bekommt eine andere Politik, als wenn er CDU, SPD oder Grüne wählt. Und natürlich kann man sich, wenn man 10-11% hat, wir hatten 6,2 in Rheinland-Pfalz erreicht, nicht mit allem durchsetzen. Ich muss das manchmal meinen Leuten in Rheinland-Pfalz auch sagen. Und ich fragte mich ein Journalist, weshalb wir uns bei einer Frage im Bundestag enthalten haben, wo ich eine klare Position hätte. Ich hatte ihm geantwortet, ich habe das Wahlergebnis der FDP nie so verstanden, als sollten wir in Rheinland-Pfalz alles alleine bestimmen. Aber wir werden beim nächsten Mal, so der Wähler uns beauftragt, auch dazu greifen. Aber es gehört auch ein Stück Demut dazu, wenn man sagt, man geht mit 6 oder 10% in eine Regierung, dass man darauf die anderen hört und dass die anderen sich auch einbringen dürfen. Die müssen ja auch ihren Wählern erklären, in welchem Maße sie das Regierungshandeln beeinflussen. Aber entscheidend ist immer, ob man sich in den Kernfragen, die einem ein Herzensanliegen sind und in denen man davon überzeugt ist, dass sie von elementarer Bedeutung sind, um ein Land gut zu regieren und in den vorausliegenden Regierungsjahren die Chancen der Menschen zu erhöhen, ob man sich in diesen Kernanliegen durchsetzen kann oder nicht durchsetzen kann. Als wir in Rheinland-Pfalz sondiert haben, habe ich meinen Partnern von SPD und Grünen im ersten Gespräch gesagt, es wird keine Fortsetzung der rot-grünen Politik mit uns geben können in fundamentalen Fragen. Diese sind die Energiepolitik. Wir haben einen Wildwuchs an Windrädern erlebt in Rheinland-Pfalz. Er war nur noch, je mehr, desto besser. Wie Leitungen gebaut werden und wie die Landschaft hinterher aussieht, war völlig egal. Das war ein Irrsinn.
Wir haben gesagt, es kann nicht so weitergehen mit der Infrastrukturpolitik. Kein Straßenneubau ist kein Angebot in einer Zeit, in der die Digitalisierung alles verändert, auch die Anforderungen an Mobilität und Flexibilität. Logistik wird ja vor ganz anderen Herausforderungen stehen. Wir haben auch gesagt, wir gehen in keine Regierung, die nicht konsequent Haushaltskonsolidierung betreibt. Die laufende Legislaturperiode ist ja die, in der die Schuldenbremse der Länder eingehalten werden müssen im Jahr 2020. Ich bin einer der Mitglieder der Föderalismuskommission gewesen, die diese Schuldenbremse erarbeitet hat. Für mich war das völlig unvorstellbar, in eine Regierung zu gehen, gleich mit wem, bei der nicht von vornherein sicher vereinbart ist, dass die Schuldenbremse eingehalten werden kann. Und wir haben auch gesagt, wir gehen in keine Landesregierung, die nicht spürbare Verbesserungen im Bereich der Bildung auf den Weg bringt, insbesondere der frühkindlichen Bildung und auch im Bereich der inneren Sicherheit. Das war meinen Gesprächspartnern klar und deswegen haben wir einen umfangreichen Koalitionsvertrag vereinbart mit sehr präzisen Inhalten. Wir haben das im Übrigen auch anders gemacht als damals 2009 im Bund. Wir haben uns nämlich nicht nur hingesetzt und gesagt, was für Ziele wir gemeinsam haben, sondern wir haben genau aufgeschrieben, wann wir die erreichen, mit welchen Mitteln wir die erreichen und zu welchen Zielen, was im Gesetzblatt stehen muss. Wir hatten in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr, haben wir jede Woche mindestens einen Straßenbauingenieur eingestellt. Wir haben in Rheinland-Pfalz im vergangenen Jahr erstmals in der Geschichte des Landes über 500 Millionen Euro in den Straßenbau investiert oder wie die Fachleute sagen, verbaut. Wir haben in Rheinland-Pfalz inzwischen eine der leistungsfähigsten Landesstraßenbauverwaltungen. Wir haben umgehend nach Eintritt in die Landesregierung die Struktur des Windkraftausbaus so verändert, dass wesentliche Teile des Landes für den Windkraftzubau ausgeschlossen sind. Das musste nach der Vereinbarung bis Ende September umgesetzt sein. Wir haben inzwischen nur noch wenige Windkraftanlagen, die zusätzlich genehmigt werden. Wir haben in Rheinland-Pfalz im ersten Jahr unserer Regierungsbeteiligung über 200 Millionen und nach dem zweiten Jahr unserer Regierungsbeteiligung 850 Millionen Euro Staatsverschuldung abgebaut. Das heißt, in noch nicht mal 2 Jahren liberaler Regierungsbeteiligung über 1 Milliarde Schulden zurückgezahlt. Das ist übrigens die erste Legislaturperiode in der Geschichte unseres Landes, in dem nicht Schulden gemacht, sondern Schulden abgebaut. In Rheinland-Pfalz gibt es erstmals in der Geschichte des Landes einen eigenen Haushaltstitel für musikalische Früherziehung in Kindertagesstätten. Wir haben in Rheinland-Pfalz werden wir zum Ende der Legislaturperiode die Garantie einer 100% Unterrichtsversorgung sicherstellen. Wir haben die höchsten Einstellungszahlen der Polizei in der Geschichte des Landes Rheinland-Pfalz und wir bauen 2000 Stellen im öffentlichen Dienst ab. In der Bildung bauen wir auf, bei der Polizei bauen wir auf, bei der Straßenbauverwaltung bauen wir auf und trotzdem bauen wir 2000 Stellen unterm Strich ab. Das ist eben so ein Punkt, bei dem wir keine Zielvereinbarung vereinbart haben, sondern gibt es eine Nebenabsprache zum Koalitionsvertrag, die jeder unterschreiben durfte, wo genau steht, wie viele Stellen bei welcher Behörde zu welchem Termin wechselt. Warum machen wir das? Weil das die einzige Möglichkeit ist, Haushaltskonsolidierung zu betreiben. Sie können im Bund den Haushalt nur sanieren, wenn Sie an die Sozialausgaben gehen und Sie können Landeshaushalte nur sanieren, wenn Sie an die Personalausgaben gehen. Alles andere ist Selbstbetrug. Und wir machen das in bestimmten Bereichen, beispielsweise ich auch in der Agrarverwaltung. Da gab es am Anfang Murren, aber Sie glauben gar nicht, was so ein Druck auch auf die Personalsituation für einen Innovationsschub innerhalb der Verwaltung auslösen kann. Neue Aufgaben, neue Möglichkeiten. Sie können nicht immer nur mit zusätzlichem Personal bewältigt werden, das die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler bezahlen müssen. Auch bisherige Aufgaben müssen in die Kritik, müssen überprüft werden. So kann man beispielsweise in der Agrarverwaltung umstellen auf den Besuch des Mitarbeiters vor Ort auf dem Acker. Man kann sowas auch digital machen. Man kann auch ein Bild einer kranken Pflanze ins Dienstleistungszentrum schicken und man kann Seminare auch über Webinare abwickeln. All das findet bei uns heute statt. Ich bin begeistert, wie kreativ die Mitarbeiter plötzlich sind, wenn der Druck des Personalabbaus auf ihnen ruht. Wir wollen eine effiziente, moderne, dynamische Verwaltung sein und keine statische Verwaltung, die statisch dasteht, sich nicht bewegt, moderne Medien nicht nutzt. Dieser Personalabbau, er bewirkt einen Modernisierungsschub, der geradezu Begeisterung auslösen kann.
waren die Gründe, warum wir gesagt haben, wir können so gut und gerne regieren. Und da gibt es Beispiele, wo wir anderer Auffassung sind als die Grünen. Wir haben auch nicht vor zu fusionieren, nur weil wir miteinander eine Regierung vereinbart haben. Würde wirklich keinen Sinn machen. Es gibt beispielsweise die Meinung der Grünen in Rheinland-Pfalz, dass Maghreb-Staaten keine sicheren Herkunftsstaaten sind. Ich bin da grundlegend anderer Auffassung. Aber da bin ich bei dem Beispiel, man kann nicht alles alleine entscheiden, aber in den fundamentalen Fragen, und die Einstufung der Maghreb-Staaten gehört beispielsweise nicht zu den fundamentalen Fragen der Landespolitik in Rheinland-Pfalz. Die Zahl derer, die möglicherweise schneller abgeschoben werden könnten, ist im einstelligen Bereich bei uns. Aber die fundamentalen Fragen, Ausbau der Infrastruktur, Verbesserung der inneren Sicherheit, Verbesserung im Bildungssektor, Sanierung des Landeshaushalts, das sind die Kernfragen, die uns bewogen haben, in eine Regierung einzutreten. Und liebe Freundinnen und Freunde, ich habe vorhin gesagt, eine Koalition muss mehr sein als die Verteilung von Ministerämtern und mehr wäre es in Berlin nicht gewesen. Und das ist besonders schade, weil die Welt um uns herum sich massiv verändert. Und deswegen ist der Stillstand und das Weiter-so von Angela Merkel seit 2005 für Deutschland kein wirklich gutes Angebot. Ich habe mich oft gefragt, wenn man an andere Kanzler zurückdenkt, wir haben ja mit Bedauern Helmut Kohl zu Grabe getragen im vergangenen Jahr, was sind so die Highlights von der Regierungszeit Angela Merkels? Was hat sie Bahnbrechendes für Europa oder für Deutschland auf dem Weg gebracht? Ich dachte, es ist nicht so etwas wie die Modernisierung des Sozialsystems durch Gerhard Schröder oder die große Leistung von Helmut Kohl in europapolitischer Hinsicht oder auch gemeinsam mit Hans-Dietrich Genscher die große Errungenschaft der Wiedervereinigung unseres Landes. Und wenn die Welt sich so rasant verändert, dann glaube ich, dass Deutschland nicht gut beraten ist mit einer Regierung, die den Stillstand zum Markenzeichen erklärt hat. Amerika. Unser größter Verbündeter in sicherheitspolitischen Fragen verändert sich fundamental. Wir haben dort nicht mehr Barack Obama, einen Ansprechpartner, der verlässlich ist, auch in Sicherheitsfragen auf dieser Welt, der ähnlich denkt wie wir, wenn es um die Verteidigung von Freiheiten, von westlichen Werten geht. Plötzlich sitzt dort ein Herr Trump. Das ist keine triviale Frage für die Bundesrepublik Deutschland, das ist auch eine Frage, die sehr fundamentale europäische Fragen aufwirft, denn die Bundesrepublik Deutschland, sie kann sich mit der Bundeswehr selbst nicht verteidigen. Und zwar nicht erst seit Ursula von der Leyen die Bundeswehr unterwirtschaftet. Sondern die Bundeswehr ist noch nie so aufgestellt gewesen, dass sie unser Land selbstständig hätte verteidigen können. Deswegen stellen sich Fragen, wollen wir diese veränderten Rahmenbedingungen, ein nicht mehr ganz vertrauenswürdiger oder verlässlicher Partner in Washington, wollen wir diese veränderten Rahmenbedingungen europäisch lösen? Da wollen wir sie gar national lösen? Sind wir bereit, zusätzlich Steuern zu bezahlen und unser Land selbstständig aufzurüsten? Oder halten wir es für besser, dass wir mit unseren europäischen Partnern gemeinsam die Frage der Verteidigung Europas lösen? Ich plädiere für diesen Weg. Aber da muss man sich auch mit der Frage beschäftigen, wie schaffen wir es, dass Europa generell stärker zusammenwächst. Mir hat sehr gut gefallen, was Sie, Herr Simons, gesagt haben, Europa wieder stärker in den Fokus nehmen. Es war übrigens eine bemerkenswerte Stelle bei den Sondierungen. Als wir über Europa gesprochen haben, haben wir uns relativ schnell zerstritten, die Grünen und die Freien Demokraten. Die Grünen waren der Auffassung, wir sollten dem Wunsch von Herrn Macron folgen, einen großen Fonds bilden in Europa, eine Fiscal Capacity, und sollten in diese Fiscal Capacity möglichst viele Milliarden von Deutschland hin überweisen. Auf die Frage von uns, wofür das Geld ausgegeben werden soll, sagten die Grünen, das braucht man dann, wenn es niemand braucht. Und wir haben nicht über die Frage gestritten, dass sich jemand finden wird, der dieses Geld findet. Wir haben nur über die Frage gestritten, da hatten wir auch keinen Zweifel. Wir haben nur über die Frage gestritten, ob es sinnvoll ist, Geld auf den Tisch zu legen, ohne den Bürgerinnen und Bürgern, die das ja erwirtschaften müssen, in Deutschland die Frage zu beantworten, was für einen Mehrwert das für sie selbst bringt. Ich bin großer Freund davon, dass wir darüber nachdenken, wie wir in Europa mehr gemeinsam investieren können, wie wir sicherheitspolitische Fragen gemeinsam beantworten können. Aber ich bin kein Freund dafür, dass wir Europa weiter mit Geld zuschütten, Fehlanreize setzen, Staaten davor schützen, ihre Sozialsysteme reformieren zu müssen und der Schlendrian in Europa
weiter einzieht, sodass die einen auf Kosten der anderen leben und die anderen dann nicht mehr bereit sind, Europa zu akzeptieren. Das ist kein gangbarer Weg, deswegen müssen europäische Fragen beantwortet werden. Und bemerkenswert war dann die Reaktion der Bundeskanzlerin. Nachdem das zwischen den Grünen und der FDP nicht funktioniert an der Stelle, saßen auf der einen Seite Herr Bütikofer und Frau Baerbock, die jetzige Vorsitzende, und auf der anderen Seite Alexander Radlomsdorff und ich. Und da sagte die Bundeskanzlerin, ich habe da eine Lösung. Wie wäre es, wenn wir im Koalitionsvertrag zu Europa gar nichts aufschreiben würden? Ich habe bisher die Interessen der Bundesrepublik Deutschland mit maximalem Engagement vertreten und das werde ich auch weiterhin tun. Dabei wünschen wir ihr viel Erfolg, aber so nicht mit uns, liebe Parteien. Und es ist ja nicht nur die Sicherheitspolitik, die sich weltweit verändert, es sind auch in der Steuerpolitik erstaunliche Bewegungen festzustellen. Herr Trump führt einen Niedrigsteuerkampf und versucht sein Land dadurch zulasten anderer Länder zu stärken. Wir werden erleben, dass auch Großbritannien ohne erhebliche fiskalische, steuerliche Maßnahmen den Brexit nicht gut wird überstehen können. Also da kommt eine enorme Herausforderung auf uns zu. Und deswegen ist es für uns vollkommen inakzeptabel, in einer solchen Situation, in der der Staat mehr Steuern einnimmt als jemals zuvor in seiner Geschichte, dass während die Länder um uns herum ihre Steuersysteme reformieren, verändern, zum Teil uns auch eine Kampfansage mit niedrigeren Steuersätzen machen, dass in Deutschland dann die nächsten Jahre alles so bleiben soll, wie es ist und die Mehreinnahmen nicht zur Entlastung, zur Reform des Steuersystems genutzt werden sollen, sondern für neue Ausgaben auch noch und gerade im Rentenbereich. Das ist keine zukunftsgerichtete Politik. Wir haben immer gesagt, wir wollen investieren, aber wir wollen die konsumtiven Ausgaben des Staates reduzieren, damit wir wettbewerbsfähig bleiben. Was jetzt passiert ist, es wird nicht investiert, sondern konsumiert und das ist keine Zukunftspolitik für künftige Generationen. Sagen zu der Frage, wie geht man mit der Digitalisierung um? Flächendeckende Versorgung mit guter Breitbandinfrastruktur ist das eine, aber das andere ist auch, wir müssen schon anfangen, frühzeitig mit modernen Medien, auch digital in unseren Schulen zu arbeiten. Es macht keinen Sinn, bei allem Verständnis für Traditionen, es macht keinen Sinn, Menschen analog auszubilden und sie am Ende ihrer Ausbildung in eine nahezu vollständig digitalisierte Berufswelt zu entlassen. Und diese Investitionen können die Länder nicht alleine stemmen. Sie müssen die Schuldenbremse einhalten. Das ist im Saarland nicht anders als in vielen anderen Nebenländern. Hier ist nicht genügend an Einnahmen, um die zusätzlichen Ausgaben im Bildungsbereich zu finanzieren. Und deswegen macht es doch Sinn, dass der Bund mit Milliarden und Überschüssen sich stärker an der Finanzierung der Bildung in den Ländern beteiligt. Wir konkurrieren doch nicht zwischen Saarländern und Rheinland-Pfälzern. Die Konkurrenz geht auch nicht mehr nur zwischen Deutschland und Frankreich. Wir konkurrieren doch weltweit um die besten und mit den besten Köpfen der Welt. Und deswegen muss es eine nationale Aufgabe sein, ob unsere Schulen auf der Höhe der Zeit sind, in der technischen Ausstattung, in der Qualifikation des Personals und auch in der Quantität des Personals. Ich bin sehr für Föderalismus. Ich bin aber dagegen, dass man Föderalismus zum Prinzip erklärt, wenn er nicht mehr in der Lage ist, die Probleme der Menschen zu lösen, weil sie dann nicht mehr akzeptieren, dass es so bleibt, wie es ist. Und lassen Sie mich nochmal zurückkommen zu Europa. Es ist in den letzten Jahren nicht alles gut gelaufen, im Übrigen nicht angefangen mit der Euro-Stabilisierung. Das ist von vielen falsch gesehen worden. Viele dachten, dass in der Zeit, in der die FDP regiert hat und sich 2010 an der Stabilisierung unserer gemeinsamen Währung beteiligt hat, dass die Probleme da entstanden sind. Nein, das war der Zeitpunkt, in dem die Probleme sichtbar wurden, in dem sie eskaliert sind. Wir haben damals das Problem abgemildert, wir haben es abgefedert. Und zwar nicht mit den Prinzipien und den Grundsätzen, die wir uns von marktwirtschaftlichen Überzeugungen hergeleitet vorgestellt hätten,
Aber die Wahrheit ist, dass zu diesem Zeitpunkt eine marktwirtschaftliche Lösung gar nicht mehr möglich war, weil man die Kräfte der Marktwirtschaft über lange Zeit zuvor außer Kraft gesetzt hat. In Wahrheit schon im Jahr 2004, als man sich von deutscher Seite entschieden hat, massiv in die Neuverschuldung einzusteigen, im Übrigen um die Agenda 2010 zu finanzieren. Ich rate allen, politische Entscheidungen, auch politische Aufgaben nicht punktuell zu betrachten, sondern sie immer in einen historischen, wenn es auch ein kurzfristiger historischer Kontext ist, zu stellen. Es gibt ein bemerkenswertes Interview von Gerhard Schröder, muss so gewesen sein, um 2012, wo man ihn gefragt hat, warum haben Sie damals eigentlich als Bundeskanzler als erstes Land innerhalb Europas den Stabilitäts- und Wachstumspakt von Maastricht gebrochen? Ist die Schuldenpolitik, sie wurde ja nicht in Griechenland begonnen, auch nicht in Frankreich oder Spanien, das waren wir. Die Deutschen haben damit angefangen. Weil das Bild, was so gezeichnet wird nach 2010, wir sind die Prinzipien treu, die Verträge einhalten, aber die anderen machen den Unsinn, ist ja ein Selbstbetrug. Es war ja die rot-grüne Bundesregierung 2004, die als erste den Stabilitäts- und Wachstumspakt gebrochen hat. Die waren ja damals auch nicht dumm. Die wussten ja auch, dass die No-Bail-Out-Klausel nur dann eingehalten werden kann, wenn man auch die Regeln, die sie ermöglichen sollen, auch einhält. Also will heißen, wer den Stabilitäts- und Wachstumspakt bricht, legt Hand an die No-Bail-Out-Klausel. Weil er riskiert, dass ein Zustand eintritt, in dem die Einhaltung der Nichtbeistandsklausel unmöglich ist, ohne sich selbst einen noch größeren Schaden zuzufügen, als wenn man die Klausel bricht. Ist ja alles übersehen worden, wird nicht diskutiert. Aber ich will zurückkommen auf dieses Interview. Gerhard Schröder hat geantwortet, das haben wir alles gesehen. Wir hätten aber ohne einen massiven Anstieg der Neuverschuldung in Deutschland nicht das Geld gehabt, um die Ausgaben zu tätigen, die wir tätigen mussten, um eine Mehrheit im Deutschen Bundestag für die Agenda 2010 zu erringen. Das ist so ziemlich die gleiche Haltung der Griechen, die gesagt haben, wenn wir nicht massiv in die Verschuldung gehen, verlieren wir die nächste Wahl und können unsere Politik nicht durchsetzen. Ich will damit nur sagen, wir sollten uns auch der eigenen historischen, auch wenn sie noch gar nicht so lange zurückliegt, Verantwortung für Europa stellen und nicht so tun, als wären wir Haushaltssünder im Ausland und vorbildliche Einhalter der europäischen Verträge in Berlin. Und bemerkenswerterweise neigen manche auch zu einer latenten Schizophrenie, wenn sie einerseits Deutschland mit seiner heutigen Wettbewerbsfähigkeit bewundern und hochloben und diese durch die Agenda 2010 überhaupt nur ermöglichte hohe Wettbewerbsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland als Gegenbeispiel zur Schuldenpolitik Südeuropas sehen. Denn durch die klaren Äußerungen von Gerhard Schröder wird klar, ohne den Bruch der Maastricht-Kriterien durch Deutschland wäre die Agenda 2010 und die damit verbundene hohe Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes heute gar nicht möglich gewesen. Liebe Freundinnen und Freunde, Dinge sind etwas komplizierter als manche Hochschullehrer, was sie der Öffentlichkeit präsentieren. Aber nicht alles sinnvoll, was in diesem Zusammenhang gesagt wird, um einen Hochschullehrer anzusprechen. Ich will damit aber auch nichts rechtfertigen, was an Eingriffen in marktwirtschaftliche Prinzipien getätigt worden ist. Ich will nur sagen, wir sitzen in Europa alle miteinander in einem Boot. Wir sind nicht die einen, die Fehler machen und die anderen, die alles richtig machen. Aber wir können gemeinsam die Aufgaben, die jetzt vor uns liegen, so bewältigen, dass künftige Generationen sagen, ihr habt es richtig gemacht. Und dazu gehört für mich, dass wir uns zurückerinnern an das, was Europa einmal stark gemacht hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg, das Geschenk unserer Mütter und Väter, die deutsch-französische Freundschaft. Das sage ich gerne hier im Saarland. Ich komme aus der Pfalz und fühle mich Frankreich auch sehr eng verbunden. Das ist eine große Leidenschaft, spreche auch die Sprache. Aber das ist nicht der Grund. Wenn man sich die europäische Geschichte sich anschaut, dann ging es eigentlich seit der Aufspaltung des Reichs von Karl dem Großen immer um die gleiche Frage, wer kriegt die Vorherrschaft über das Reich der Mitte von Lothar. Daher kommt Lothringen. Und wenn Sie sich den Ursprung des Dreißigjährigen Krieges anschauen, da ging es genau darum,
Es ging auch 1870 genau darum. Es ging im Ersten Weltkrieg genau darum. Und es ging auch im Zweiten Weltkrieg genau darum. Und dann hat man sich nach 1945 hingesetzt und hat gesagt, das macht keinen Sinn. Die Verlierer sind immer die Menschen auf beiden Seiten. Und wenn man mal was gewinnt, dann kann man sich 10, 20 Jahre vielleicht drüber freuen. Und dann liegt wieder alles in Schutt und Asche. Und das macht keinen Sinn. Und dann hat man sich aus verschiedenen Gründen dafür entschieden, die Montanunion auf den Weg zu bringen, weil man gemerkt hat, man ist doch enger miteinander verbunden und Frankreich kann auch nicht glücklich sein, wenn Deutschland schwach ist und im Osten Russland eine zunehmende Bedrohung darstellt. Und so hat man Deutschland die Montanunion angeboten und was daraus geworden ist, ist ja weitaus mehr als die Lösung von Sicherheitsfragen. Daraus ist am Ende geworden die wirtschaftliche Einheit Europas, der gemeinsame Binnenmarkt, die Verteidigung gemeinsamer Werte und vieles mehr. Aber im Kern entstanden ist das aus einer Achse zwischen Paris und Berlin. Und ich lade uns alle ein, dieses als Geschenk zu sehen und all denjenigen widersprechen, die glauben, in einer Aufspaltung dieses Verhältnisses liege irgendein Mehrwert für unser Land. Herr Professor Sinn hat vor noch nicht allzu langer Zeit in der FAZ einen Artikel veröffentlicht, in dem er gesagt hat, Deutschland müsse sich stärker abgrenzen von Frankreich, um nicht zum Zahlmeister einer lateinischen Münzunion zu werden. Es mag sein, dass man ökonomisch gedacht, ich bin kein Ökonom, dass man ökonomisch gedacht kurzfristig effizienter und erfolgreicher sein kann als mit einer langfristigen deutsch-französischen Freundschaftspolitik. Aber kurzfristiger wirtschaftlicher Erfolg ist nicht die richtige Politik. Weil nichts ist wichtiger, als langfristig in Frieden zu leben. Und ich behaupte, dass langfristige, stabile Verhältnisse unter Strich auch für den wirtschaftlichen Erfolg einen wesentlichen Mehrwert bringen, liebe Freunde und Freunde. Und deswegen lade ich uns ein, als Freie Demokraten, ich wünsche uns das auch in dem Europawahljahr 2019, in allen Fragen europäische Lösungen zu finden und uns von der AfD und anderen klar abzugrenzen, indem wir jeder Lösung, die die europäische Frage anzweifelt oder die Europa in Frage stellt, eine klare Absage zu erteilen. Und europäische Lösungen zu finden, heißt nicht alles mitzumachen, was andere sich wünschen, sondern europäische Lösungen zu finden, heißt marktwirtschaftlich vorzugehen, effizient zu sein und die Menschen mit wirtschaftlichem und mit Sicherheitserfolg zu begeistern. Aber diese neue Begeisterung für Europa, wir werden sie brauchen, denn es ist nicht mehr alles selbstverständlich, was es in den letzten Jahrzehnten war. Die Nationalisierungstendenzen, die wir überall in Europa sehen, auch bei uns, wer die Reden der AfD beim politischen Aschermittwoch verfolgt hat, der weiß spätestens jetzt, nachdem ja wortgleiche Zitate von Josef Goebbels mit Begeisterung und frenetischem Applaus aus dem Saal aufgenommen worden sind, der weiß spätestens jetzt, dass wir es hier nicht mit einer rechten, sondern mit einer rechtsradikalen Partei zu tun haben, der das eigene Land wichtiger ist als Frieden und Sicherheit mit unseren Nachbarländern. Und deswegen, liebe Freundinnen und Freunde, lohnt es sich jetzt, sich politisch zu engagieren, mitzumachen. Ich freue mich, dass die Saarländer jetzt auch 200 zusätzliche neue Mitglieder bekommen haben. Wir haben Rheinland-Pfalz auch ordentlich zugelegt. Wir sind jetzt 4.500 geworden. Wir haben eine begeisterte, auch junge Mannschaft. Ich sehe, das ist hier im Saarland auch so der Fall. Und deswegen müssen wir den Menschen klar machen, wir brennen für unsere Politik. Wir sind die einzige Partei, die Entscheidungsfreiheit des Einzelnen über alles andere schützt. Und wir brennen für unsere Politik. Und wenn wir dafür brennen, dann können wir auch die Flamme an Feuer in den anderen für freiheitliche Politik entzünden. Das lohnt sich. Ich biete Ihnen auch gern an, dass wir uns gegenseitig in den Wahlkämpfen unterstützen. Die Grenzen sind ja zwischen dem Saarland und Rheinland-Pfalz ein bisschen fließend. Und ich freue mich, dass Sie ein lebendiger Verband sind. Ich habe es bedauert, dass das nicht geklappt hat, lieber Olli, bei der Landtagswahl. Aber es gibt neue Chancen. Und die FDP Saar, ich weiß, sie ist gut aufgestellt. Sie hat auch junge Talente, wie wir heute gehört haben. Einen dynamischen Landesvorsitzenden. Ich wünsche Ihnen weiterhin einen guten Verlauf Ihres Parteitages. Alles erdenklich Gute und allen Erfolg bei künftigen Wahlen. Danke Ihnen sehr.